Köln, Luxemburg, Super RTL und RTL Plus starten nächstes Jahr einen Ableger der Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, für Kinder. Das teilte die Sendergruppe am Freitag der Deutschen Presseagentur mit. 26 Folgen werden demnächst in Berlin gedreht. Im Zentrum steht eine Gruppe Jugendlicher in der Hauptstadt. Es geht zum Beispiel um Skaten und die erste Liebe. Super RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun teilte mit, dass man von der enormen Strahlkraft der Marke GZSZ profitieren werde. Mit Themen wie Sport, Musik und der ersten Liebe, so der Medienmanager, richte sich die Serie gezielt an die etwas älteren Kids. Bei der ausführenden Produktionsfirma Ufa Serial Drama weist Produzentin Helga Löbel darauf hin, dass es wichtig sei, Kindern mehr Raum zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen, sie werden gesellschaftlich und auch im Fernsehen zu selten in den Mittelpunkt gestellt. Für den Kölner Kindersender ist es nach Rosel, die Serie, die zweite eigenproduzierte fiktionale Reihe. Gesucht werden jetzt von der Ufa junge Talente mit Skating oder BMX Skills, Begabungen in Singen, Rappen oder Hip-Hop, gern auch Graffiti-Fähigkeiten und erster Schauspielerfahrung.